das Castello betreten, das letzte Gemälde finden. Okay, ich weiß es nur nicht, wie ich, welchen Weg ich da nehmen soll. Komme ich irgendwie rein? Nein. Also richtig Spaß machen wir diese Erinnerung nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Nee, ich muss sagen, wo die ganzen Kanäle waren. Ich weiß ja, oder muss ich da hochklettern, oder... Ich weiß es nicht, weil es ja an sich ist ja Sperrgebiet. Aber wo hat er denn die Tür aufgemacht? Ich verstehe es nicht, Leute. Ach so, hier. So, was worauf mich achten? Ich darf keine Distanzwaffen benutzen. Und ich darf nicht bemerkt werden, okay. Aber kämpfen kann ich. Kämpfen kann ich, wie ich Bock habe, theoretisch. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier lang muss oder... Ich werde die beiden einfach mal killen, glaube ich. Bringen wir aber auch nichts. Ne, an sich ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ich weiß nur nicht. Ah, ich glaube... Ah, ich glaube, dass wir der... Das heißt, glaube ich, ich weiß, das ist ja der Weg, den wir schon mal genommen haben. Und diesmal von der anderen Seite. Aber ich denke mal, das ist der Weg, den wir jetzt auch nehmen müssen. Wie gesagt, entdeckt werden darf ich ja. Das ist ja kein Akt. Das geht hier. Ah, ist richtig. Na gut. Behaupte, das war schnell. Gut. Dann laufen wir. Tut mir zwar irgendwo auch leid um die Wachen. Oder für die Wachen, aber... Ich kann es nicht ändern. So, hier rein. Darf ich annehmen. Ja, sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Das Gemälde mit dem Adlerauge aufspüren. So. Na gut, dass du mir sagst, dass das Betreten der Dächer verboten ist. Hm. Dann kriegen wir hin. Habe ich doch gar keinen Zweifel dran. So, oben der Dude, den kennen wir ja schon. Ja, genau. Und damals durften wir, glaube ich, nicht entdeckt werden, jetzt dürfen wir. Von daher... Okay, es war einfach nur Scheiße. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Bleibt der denn? Ah, da ist er ja. Hallo? Ach da, denkt er was. Ha! So. Aus dem Castello entkommen. Kann ich das irgendwie von oben vielleicht? Mal probieren.
aus dem Gebiet fliehen. Ja, das geht echt. Ich hab das auch so gewollt, dass ich das mache, glaube ich. Ja. Ich habe leider keinen Fallschirm. Ich hätte so gerne einen Fallschirm. Ich kann probieren, mich irgendwo festzuhalten, aber das ist sehr riskant. Wasser wäre jetzt geil. Wieso habe ich keinen Fallschirm, Leute? Könnt ihr mir das bitte verraten? Oder ist hier irgendwo vielleicht eine Stelle, wo ich einen Todessprung machen kann? Ja, da waren gerade Tauben. Wo ist der Taubenschiss? Kann ich das von hier machen? Geht das? Ja, kann ich. Sehr fein. Gut, dann. Falsche Seite. Ach, Quatsch. Oh, oh. Alles gut. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Niemand kam zu Schaden. Alter, es kam einige Leute zu Schaden. Ich glaube, Menge Tote auch, also. Anbetung der Könige aus dem Morgenland. So. Und frisches Geld gibt's. So, wo ist die nächste Erinnerung? Kann ich da schon mal hinlaufen, ihren Part? Hier ist die. Ah, lauf mal schnell hin, komm, ist egal. Was soll's? Ich habe immer noch keinen durstigen Harlequins gefunden. Ja, zur Not mache ich das nochmal irgendwie separat, keine Ahnung, muss ich mal gucken, wo die sich befinden, was sie für eine Bewandtnis haben. Ah, sehr gut. Während des Abendmahls, die anwesenden Gläubigen können das bezeugen, weinte die So, Leute, dann geht es. Muss ich hin? Ist der von Sinnen? Hier rein? Nee. Hä? Hä? Muss ich hin? Ah, okay. Dann geht's hier im nächsten Part weiter. Habt ihr etwas gefunden? Das nichts. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denkt nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai, hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts.
Ignazio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe! Davon wisst ihr also auch? Da Vincis Geheimcode. Leonardos versteckte Zeichnungen zusammensetzen, um den Eingang zu den Katakomben mit dem Tempel der Pythagoreer zu finden. Den Eingang zu den Katakomben weniger als 5 Minuten finden. Ach du Scheiße. Läuft die Zeit schon, oder? Ja, läuft. Gut. Alles klar. Dann benutzen wir mal unsere Gabe. Zoomen. Hier ist was. Da. Das sind Zeichnungen auf den Bildern. Wir hatten recht. Ja. Ist noch was. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Aber hallo. Ja, hier ist auch noch eins. Ah, der Leonardo, der... Dieser Strolch. Okay, hier sehe ich gar nichts bisher. Das bereitet mir gerade ein bisschen Kummer, muss ich sagen. Ah, da ist was. Hier ist eine. Okay, dann müssen wir jetzt hier gucken. Irgendwas ist in der Mauer irgendwie. Da. Hier ist noch eine. Tja, und hier. Dieses wurde vollständig abgesucht. Aha, okay. So. Da. Hier ist eine Zeichnung. Und dann haben wir natürlich noch ein Symbol. Nee. Sah ein bisschen so aus. Okay, jetzt mache ich doch ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, das wird schneller gehen. Ich habe gedacht, es würde schneller gehen. Hier. In diesem waren auch 2 versteckt. Ach, das ist Feuer. Okay. Und hier ist noch eins. Es ging schnell. Da ist eine Zeichnung. Alle gefunden. Ich habe eine. Tja, wenn wir unsere Gabe nicht hätten, dann... Ich habe 2 gefunden. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Nein. Fließt das noch in die 5 Minuten mit ein, oder was? Einige Stücke sind beim Brand in der Villa verloren gegangen. Ach du Scheiße.
Das ist ein Puzzle. Ich mag Puzzles. Weil wir kein Zeitlimit haben, mag ich das. Na, passt auch nicht. Doch, das passt ganz gut eigentlich hier. Wenn ich jetzt nur wüsste... Ah, der ist doch Norden. Okay, sehr gut, dann ist das schon mal Norden. Okay, das ist echt asozial. Das in 5 Minuten. Das ist so asozial, ganz ehrlich. Wer lässt sich so eine bescheuerte Scheiße einfallen? Das ist so unfassbar lächerlich. Ich mache das jetzt in Ruhe fertig hier und werde dann das nochmal neu starten. Und ja, innerhalb von 5 Minuten, weil das ist lächerlich. Man muss doch bei sowas hier, bei so einer kniffligen Knoblauchaufgabe, muss man mal ein bisschen Spaß bei haben. Man hat auch keinen Spaß dabei, wenn einem diese scheiß Uhr im Hinterkopf die ganze Zeit... Also, das ist lächerlich, tut mir leid. Das verstehe ich nicht, was das soll. Wie gesagt, mir ist Latte, mach das jetzt in Ruhe, guck's mir genau an und präg's mir ein und werde das dann gleich dementsprechend im nächsten, wenn ich's nochmal neu mache, quasi dann, ja, so anwenden. Weil ich einfach nicht weiß, was das soll mit diesem Zeitdruck. Weil ich den Sinn nicht verstehe. So, ich verstehe gerade eine ganze Menge nicht, muss ich gestehen. Passt das alles nicht hier? Ich gucke, wie ihr wahrscheinlich seht, gucke ich gerade, ob hier irgendwas zu dem Stück passt. Aber ich habe den... Doch, das könnte passen hier. Das passt, ja. Nein. Gut, da unten das Stück wird definitiv fehlen. Jetzt muss ich nur gucken... Was da irgendwie passt. Oh doch, warte mal, das hier. Ja. Das passt. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Nee, ist nicht schlimm. Ist alles nicht weiter schlimm. Ich muss mal gucken. Das könnte nach oben kommen. Das könnte. Ja, das passt. Das passt nicht. Doch, das könnte. Nee, das könnte nicht passen, oder? Nee. Das hier könnte. Ja. Frage. Nee. Also für Möglichkeiten habe ich ja jetzt nicht mehr hier. Das passt noch. Also fehlt eigentlich nur der untere Bereich dann. Nee. Definitiv nicht. Auch nicht. Oder? Nee, gibt keinen Sinn. Tja. Freunde, Freunde, Freunde. Okay, die beiden passen da. Ah, da passen beide nicht hin. Passt hier eins hin? Also irgendwo muss es ja hinpassen. Sieht sehr, sehr komisch aus, oder?
Also hier stört mich so ein bisschen, dass das so abgehackt irgendwie aussah. Passt doch hier viel besser hin. Und dann nur noch der. Ah, der passt nach ganz rechts. Okay, gut, da werde ich jetzt an dieser Stelle nochmal neu spielen, diese 5 Minuten Kacke da. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, dann gucken wir nochmal, was hier Sache ist. Und zwar habe ich gerade noch einen Fehlschlag gehabt. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn ich weiß jetzt nämlich, wo keine hinkommen. Also keine Puzzleteile quasi. Das ist auch falsch. Das kann mich hier hin. Dann kommt das gleich woanders hin. Das kann mich hier hin. Und das könnte nämlich hier hin. Nein, das kommt nicht hier hin. Das kommt dann wahrscheinlich dahin. Ich habe es nicht irgendwie auswendig gelernt oder so. Ich weiß, es ist grob, wo hier was hinkommt. Genau. So, die drei bleiben nämlich frei hier. Das will mein Auge anzujucken. Das ist überhaupt nicht nett. Der Apparat kommt hier hin. Der Apparat. Achso, der ist auch noch da. Der kommt dann hier hin, logischerweise, ja. Dann kommt natürlich das hier hin, wegen den vier Dingern rechts. Und der kommt. Dahin. Eingang zu den Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Okidoki. Da Vinci's Geheimcode. So. Wie weit ist der Gute jetzt entfernt von uns? Der alte Freund? Ach, das ist ja echt nicht weit. ...120 Meter, oh ja. Machen wir. Na, ups, lalala. ...80.000. Alles klar, probieren wir's.